Carsten Mierke mit der ganzen Geschichte. Die tschechische Nation, die große Persönlichkeiten hervorbrachte, wie etwa Antonín Dvořák, Václav Havel oder Milan Kundera, ist auf dem besten Weg, ihren guten Ruf zu verlieren. Schuld daran sind einige tschechische EU-Abgeordnete, die hier im Parlament auch unter dem Spitznamen Landschildkröten bekannt sind. Diesen Spitznamen verdanken sie ihrer gleichgültigen Einstellung, die sie um 10 Kilometer Meeresküste der kroatischen Halbinsel Istrien gebracht hat. Sie bekamen dieses Angebot von den neuen EU-Mitgliedern, die in einer Schnellregelung ein Stück Küste gegen 2 Sitze im Parlament tauschen wollten. Zum Erlass dieses Abkommens, welches in der EU als wechselseitige Emission bezeichnet wird, müssen mehr als die Hälfte der Abgeordneten anwesend sein. Von den Tschechen waren es von 24 Abgeordneten lediglich 7. Die Tschechen wurden um das Meer und seine Vorteile gebracht. Sehr schade. Wir lachen darüber, aber die Tschechen müssen die Konsequenzen tragen. Ich begreife das überhaupt nicht, warum die so uneinsichtig sind. Pechvögel, Landschildkröten, europäische Handbremsen. Das alles sind Begriffe, die auf die meisten der tschechischen Abgeordneten zuzutreffen scheinen. Ihren Namen verdanken sie unter anderem vielen kleinen, aber sich summierenden Ausschweifungen. Da wäre zum Beispiel ein kurzes Schläfchen während einer Abstimmung, willkürliches Verhalten oder sogar Missbrauch des Abgeordneten-Tagessatzes. Es obliegt nun den Bürgern der Tschechischen Republik, welche Vertreter sie ins Europäische Parlament wählen. Wir wollen nur hoffen, dass es diesmal solche sein werden, die sich die Chance auf die Schönheit, die sie hier sehen, nicht wieder verbauen werden. Na, da braucht es noch ein bisschen Hilfe.